Beide Aufsteiger bleiben drin. Flanke, scharf, zurück. Pfosten! Ach du heilige Scheiße! Huh. Schön gespielt von Bielefeld. Massimo lässt sich das sehr locker abnehmen. Scharfer Ball zurück. Und dann ist er auf 16 Meter. Niemand! Doan schlägt drauf. Boah, wichtig, wichtig. Karasor war es, glaube ich. Köpft das Ding, fälscht das Ding an Pfosten ab. Das war sehr wichtig. Da hätte Kobel nur hinterher gucken können. Karasor durch die Mitte. Jetzt vielleicht weiter runter. Förster runter auf Massimo. Schließt ab! Oh! Da liegt ein Bielefelder im Weg. Aus 11 Metern schließt er ab. Bielefelder kriegt noch geblockt. Der Ball murmelt dann rechts am Pfosten vorbei. Eckball für uns. Massimo schon mit 2 Annäherungen. Hoch auf Sosa. Jetzt die Flanke vielleicht. Scharf rein! Ortega verliert den Ball. Ah, Kalajdzic. Ah, schade. Schade. Scharfer Ball rein in die Mitte. Ortega ist dran. Lässt er wieder abprallen. Kalajdzic kann nicht abschließen, muss den Rückweg machen, geht auf den 16-Meter-Raum zurück. Will nochmal auf Massimo reinlegen, dann ist der Ball weg. Schade, Mann. Runter auf Stenzel. Weiter auf Förster. Ja, durch auf Massimo. Scharf rein! 1:0, Sascha Kalajdzic! Nach Vorlage vom Ex-Bielefelder Massimo. Aber sehr, sehr sauber rausgespielt. Vor allem von, wie heißt's denn? Vor allem von Förster. Sehr sauber rausgespielt, rechts runter. Schöne Kombination. Stenzel, Förster, Massimo. Und dann spielt er halb hoch rein. Wunderschön. Ah. Ich glaube, der Tor wird nicht zählen. Ja. War Abseits. Aber gesagt, wir können uns aufhören zu freuen. Massimo leider doch ein ganzes Bein im Abseits. 3:0 Gladbach. Also, unsere unsere Conference League-Träume sind vorbei. Gladbach führt 3:0 in Bremen. Die werden da den Sieg holen. Armada. Oh, verliert den Ball mal richtig dumm und fault den Bielefelder. Elfmeter für Bielefeld. Och, Armada, Bruder. Will zurück. Bleibt viel, viel zu lange am Ball. Zieht ihn ständig am Trikot. Dann fällt er im 16er. Elfmeter berechtigt. Ist das unnötig. Absolut jugendlicher Leichtsinn. Jetzt Klos gegen Kobel. Klos verwandelt, Bielefeld führt mit 1:0. Ich will jetzt nicht groß irgendwie kaputt reden oder so. Auch noch sehr jung. Aber das muss halt so überhaupt nicht sein, Mann. Spiel doch einfach deinen Ball ab. Ja, ist ein bisschen überhastet noch der Armada. Nimmt sich auch manchmal ein bisschen zu viel vor. Der kann den Ball sonst wohin spielen. Und irgendwo abgeben, den Ball ins Ausschlagen, den Ball in Richtung... in Richtung Stadiondach jagen, scheißegal, aber nicht sowas. Oh, meine Fresse. 2:0 Bielefeld, Doan. Macht er stark. Macht er guter, Doan. Ach, ist das unnötig, Mann. Also wirklich, es ist so unnötig. Ist ja jetzt nicht so, als würde es uns wehtun, als würden wir irgendwie auch noch um Abstieg spielen. Ist ja nicht so. Ist genau die gleiche Scheiße wie damals mit, Darmstadt. Letzter Spieltag, alles schon durch und du verlierst komplett sinnlos ein Heimspiel noch. Es wird mich einfach nerven irgendwie. Nicht mal Platz 7 nicht schaffen, ne? Oh, Köln aberkannt. Huh! Kaminski bekommt seinen letzten Auftritt bei uns im Trikot und auch Hamadi Al-Gadoui bekommt seinen Auftritt bei uns. Freut mich, sympathische Wechsel. Lass bitte noch den guten Hamadi eine Tour machen, das wäre so geil. Köln führt. Köln führt. Bremen steigt ab. Köln schafft es. Macht das 1:0. Wodurch Bremen direkt absteigt. Skaminski. Flanke kommt. Die kommt gut. Ah, schade. Al-Gadoui legt sich nicht optimal in den Kopfball rein. Schade. Es wäre seine Möglichkeit gewesen auf sein Erstligator. Schade, Mann. Tor Frankfurt. Wichtig für uns, weil das bringt uns die... ja, Meisterschaft im Ländle, glaube ich, ne? Ja, guck, jetzt sind wir 9. Laber mir keinen voll. Union spielt... Alter. Aber ey. Wenn wir die Angst schon hatten, dann ist es halt ein weiteres Argument für Union, dass wir nächstes Jahr absteigen. Die Dreifachbelastung. Wahnsinn. Union macht das Tor.
und über, ja, überholt damit Gladbach. Siebter Platz nimmt Union Berlin ein. Spiel ist aus. Ja, 0,9 X-Goals zu 1,7 X-Goals zu Bielefeld. Wir gratulieren an der Stelle auch Arminia Bielefeld zum Klassenerhalt. Wir bleiben beide drin. Beide Aufsteiger bleiben drin. Wir erreichen keine Conference League, war aber durch die restlichen Ergebnisse auch überhaupt nicht möglich. Wie gesagt, auch null Enttäuschung. Bisschen schade, dass das letzte Spiel gegen Bielefeld noch, du sagst, abschenkst oder halt verlierst. Das ist ein bisschen schade. Ähnlicher Throwback zum Darmstadt-Spiel letzte Saison, wo du es auch noch abgeschenkt hast. Aber tut alles nichts zur Sache. Krasse Saison, die wir Stand jetzt auf Platz 9 beenden. Einstellig Baden-Württemberg-Meister. Top-Saison, sensationell. Und aus dem Spiel können wir rausnehmen, beide Aufsteiger, beide sympathische Aufsteiger bleiben drin. Auch sehr, sehr schön.